FM1 Energieexperiment. Das FM1 Energieexperiment mit einer Banane, wo ich nicht sicher bin, ob ihr die alle noch würdet essen. Die einen würden sie direkt in den Kübel schmeißen. Und um da geht es heute. Wie viel Energie werfen wir eigentlich weg, wenn wir so eine Banane in den Kübel schiessen? Fredi, kann man da das etwa beziffern? Wie viel Energie verschwindet im Kübel? Genaue Zahl kann er da auch nicht zeigen in Kilowattstunden. Aber es ist so, es geht viel Energie verloren. Also wenn man sagt, etwa ein Sechstel von allen Lebensmitteln werden weggeworfen, ist das viel Energie, weil man muss sich immer wieder vorstellen, um das zu produzieren, um es zu transportieren, das braucht extrem viel Energie. Und ist natürlich dann auch unterschiedlich, ob es so ein Kartonpack oder ein Plastik oder ob es Fleischwaren sind, die schon in der Produktion viel Energie brauchen. Da merkt man dann, dass man da viel Energie wegwirft. Wenn man den Kübel mit Energie füllt und auch mit Geld, ja. Also kann man ja vielleicht auch eine Zahl sagen, wo ich ja dafür geschafft habe, es gekauft habe und es nachher fortwerfe. Ja, da gibt es so Hochrechnungen, wo man sagt, ein 4-Personen-Haushalt macht dann doch etwa 2'000 Franken aus im Jahr, wo im Abfall landet. Okay, das ist doch nicht wenig Geld, darum vielleicht kann man ja Sachen auch noch brauchen. Man müsste es gar nicht wegschmeißen. Schauen wir doch einmal, so Stocki-Pulver, da ist jetzt schon ein halbes Jahr abgelaufen. Da mit den Daten muss man eben genau schauen. Es gibt zwei verschiedene Daten. Also das eine ist, dass zu verbrauchen bist und das andere mindestens haltbar. Und die muss man wirklich auseinanderhalten. Dass zu verbrauchen bist, das muss drauf sein, vor allem auf den verderblichen, gekühlten Lebensmitteln. Und dort muss man wirklich auch genau hinschauen. Also wenn dann die abgelaufen sind, darf man und sollte man es teilweise nicht mehr konsumieren. Für da gibt es so Listen, welche Lebensmittel dass man noch kann und welche nicht mehr. Bei den anderen, jetzt wie da, wo du sagst, die Stocke, die doch schon ein halbes Jahr abgelaufen sind, ist das mehr ein Qualitätsdatum. Also du kannst dann nicht mehr reklamieren, wenn es dann nicht mehr so schmeckt, wie es sollte. Aber man kann einfach schauen, ist das noch in der Konsistenz gut, ist es geschmacklich noch, also schmeckt es nicht. Dann muss man einfach selber kontrollieren und selber auch entscheiden, werfe ich es fort oder brauche ich es noch. Die verderblichen Sachen, die brauchen wir einfach schnell auf, dann haben wir nämlich das Problem auch nicht im Energieexperiment. Ja, und die Banane, mit der machen wir jetzt noch einen Milchshake. Das Energieexperiment bei FM1, präsentiert von der Stadt St. Gallen. Mehr auf watbinich.ch.